Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Liberty City Stories. Beim letzten Mal haben wir zwei Missionen für Salvatore Leone gemacht und sie hießen Sindaco-Sabotage und Trouble mit den Triaden. Ja, in der ersten Mission haben wir uns so ein bisschen mit den Diablos angelegt und in der zweiten Mission mit den Triaden, oder die Triaden haben sich mit Salvatore angelegt, sagen wir es mal so. Also es wird langsam ein bisschen brenzlig und ja, die Leone-Familie droht Anteile in der Stadt zu verlieren. Also die Diablos, kann man quasi nicht mehr aus Hebron Heights vertreiben. Die werden sich da einnisten und ja, schauen wir mal, wie sich die ganze Sache noch entwickelt. Und ja, in der heutigen Folge machen wir einfach hier weiter mit der Hauptmission, weil wir gerade keine wirklichen Nebenmissionen zu machen haben. Oder es gäbe halt schon so ein paar, aber ich will die später machen. Weil wir noch nicht alle Inseln freigespielt haben und ich will die ja alle in ein Video packen und so. Das geht nicht, wenn wir noch nicht alle Inseln freigespielt haben. Also, ja, ich rede zu viel um den heißen Brei, gehen wir einfach zur Mission. Auf geht's! Mr. Leone und sein Chauffeur. Well? Well what? Don't play dumb with me, kid. I was playing dumb when your mother was still turning tricks. What's your problem? I know what you've been saying about me. You think I'm an idiot? Huh? Is that what you think? Boss, I ain't been saying nothing about you. What the fuck? I don't know what's happening to me. Jesus, I'm getting paranoid, Tony. Really fucking paranoid. Just because I think everyone hates me doesn't mean they don't. Know what I mean? Someone is out to get me. It's that fucking mayor. He's gonna blame me for all this shit that's been going down in the neighborhood. All of it. Not just the crap that I did, but all of it. Come on, let's go take care of this. Fahr zur Fähranlegestelle. What the hell are you doing? Yeah, head towards the ferry terminal. But the strike's still on. There won't be any ferries. Just drive. I'll do the thinking. Okay, fahren wir auf unserem wirklich sehr männlichen Pinky-Tinky-Motorrad in Richtung Fähranlegestelle. Och, das ist ein Traum, mit Salvatore auf einem Motorrad zu sitzen, auf einem Pink-Motorrad. Ist das himmlisch. Was eine Love-Story. Oder auch nicht. Okay, Salvatore, halt dich fest. Ich fahre nämlich nicht gerade wie ein Gott, sondern eher wie ein Schrott. I ain't planning on walking out of here. Nee, dann flieg doch nicht vom Bike, ganz einfach. Stell dich nicht so an, Salvatore. Ah, Mist, ich komme nicht über den Zaun. Na, komm schon. Hört der Zaun da auch mal auf, oder was? Ich will hier ran vorbei, ich will über die Motocross-Strecke. Denn das ist hier ein Motocross-Motorrad, also will ich auch ein bisschen Motocross fahren. Also, Salvatore, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Looping, yay. Wuhuhu. Yeah. Sei nicht so ein Spießer, Salvatore. Looping. Oh. Ja, ich wollte einen Monster-Stunt machen. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Zum Glück hat er nicht gegolten. Das will ich mir noch alles aufsparen für mein Monster-Stunt-Video. Ja, ein Wunder, dass wir noch leben. Aber, ja, so ist es nun mal. Wir sind da. Jesus Christ, the cops are crawling all over this place. Get us the fuck out of here. Where are we going? Callahan Bridge. Callahan Bridge ain't finished yet. We're both gonna be finished if you don't drive. Now move it. Oh, fahr zur Callahan Bridge. Oh, ich glaube, jetzt geht's rüber auf die andere Insel. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, wenn es schon zur Callahan Bridge gehen soll, dann gehen wir wahrscheinlich auf Staunton Island. Das wäre irgendwie günstig jetzt. Aber drei Sterne sind halt schon ziemlich viel. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Payne's Bray. Und hoffen, dass ihr... Wieso seid ihr so schnell? Habt ihr irgendwie ein Speed-Hack an oder sowas? Unser Pinky-Tinky-Motorrad kann nämlich keiner normalerweise einholen. Das grenzt schon so ein bisschen an Cheaterei. Wenn er mich fragt, Leute. So, da sind wir schon. Was? Die Cops wollen ihn unbedingt und deswegen geht das nicht? Die Cops wollen Salvatore unbedingt. Das Auto umzuspritzen wird sie nur kurze Zeit von seiner Fährte ablenken. Ja, aber auch eine kurze Zeit ist eine Zeit.
Das heißt, wir müssen mit den drei Sternen wohl und übel klarkommen. Mann, jetzt haben wir kein Pinky-Tinky-Motorrad mehr. Es hat so Spaß gemacht, damit rumzufahren. Mann, oh. Ja, aber wenn die... Okay, da haben wir gleich wieder die Sterne. Locker. Da sind sie schon wieder. Die Cops haben dich entdeckt. Ja, aber das hat sich ja mega gelohnt. Meine Güte. Und dafür habe ich meine pinke Lackierung geopfert. Schade, ey. Hui. Na, kommt doch. Bisschen Verfolgungsjagd hier. Ja, klar. Klasse. Ich glaube, ich muss dahin. Wir müssen ja zum Anfang der Kellerin Bridge. Wir sind ja ein bisschen verkehrt. Aber auch nur ein bisschen. Also wir sind schon fast da. Über das Gelände der alten Schulhalle. Oder Sporthalle? Schulhalle, Sporthalle. Mir auch egal jetzt. Wir sind auf jeden Fall da. Jetzt fliegen wir mal durch. Hui, hui, hui. Es war aber knapp. We're gonna need everything this piece of shit's got. Punch it, Tony. Punch it, Tony. Okay, ich versuch's. Oh, shit. Inside. Tony, oh. You did it. I knew I could trust you. Boy, I could kiss you if you shaved. Now listen. I know a safe place where we can both lie low for a while. Come on, let's go. Achso, und die sind ja auch einfach rübergefahren, oder was? Ich will mir das hier mal ein bisschen angucken. Das ist voll spannend hier. In GTA 3 war die Brücke entweder heile oder halt komplett demoliert. Und hier wird sie gerade gebaut, quasi. Und in GTA 3 wird sie zerstört. Ist das geil. Aber wir haben immer noch drei Sterne. Welcome to Staunton Island. Ja, danke schön. Wuhu, wir sind auf Staunton Island. Im Jahr 1998. Geile Nummer hier. Mal gucken, wo unser Versteck ist. Aber wir haben immer noch drei Sterne. Nicht vergessen, das ist immer noch gefährlich. Wow. Na, wo ist denn unser Versteck? Wie weit ist es denn noch? Wir werden wahrscheinlich nicht das gleiche Versteck kriegen wie Claude. Wir haben ein anderes. Hier. Hier rein. Und dann hier rein. Da wären wir. The industrial action that had cut off Portland from the rest of the city has finally come to an end. Or has it? Although all the subway and ferry routes are now officially open, militant workers are continuing with their blockade in parts of the city. The elevator bridge connecting Staunton Island and Shoreside Vale has been shut down. The strikers refuse to believe assurances made by city officials over the future of the ferries. Yeah, this is the place. I'm gonna take a look around, see what's what. I might see you here later. Versteck in Staunton ist jetzt verfügbar, aber warum geht Salvatore in die Mülltonne? Wieso? Er ist doch in die Mülltonne gegangen, oder nicht? Er ist doch hier in Richtung Mülltonne gelaufen. Salvatore, bist du da drin? Hallo? Hallo? Salvatore? Bist du da drin? Du kannst auch ruhig hier bei uns im Versteck wohnen, also du musst nicht in die Mülltonne gehen. Tu dir keinen Zwang an. Aber Telefon. Yep. Tony, it's Sal. I need to talk, but I don't trust these cell phones for shit. I'll call you on the public phone outside the courthouse. Ja, wie du meinst. Erstmal nehme ich mir den Baseballschläger hier mit, man weiß ja nie. Ha. So. Cool. Ah, hier haben wir auch eine dicke, fette Garage. Geile Nummer. Aber gut, wir fahren jetzt nochmal zu Salvatore. Wir haben ja noch massig Zeit und dann können wir auch gleich nochmal die nächste Mission machen. Und jetzt haben wir endlich Zugang zu Staunton Island und ja, die Streik... Die Demonstranten, die streiken da immer noch gegen den Tunnel. Und deswegen ist hier... Ja, die Brücke, die Hebebrücke von... Staunton Island nach Shoreside Vale geschlossen. Also Rockstar denkt sich auch immer wieder was aus, nur damit es heißt, das und das ist geschlossen. Finde ich echt unfair. Aber gut, wir müssen jetzt ans Telefon. Salvatore ruft uns an. Auf ins Grüne. Yeah, it's Tony. That bastard mayor is fucking with me. I don't take that shit. Relax, I'll take him out of the equation. You're a good boy, Tony.
That fat fuck should be taking his daily run in the park. Make sure he's out of breath. Permanently. Oh yeah, get his phone. We can see who he's been talking to. Beseitige Bürgermeister R.C. Hole. Ja, wieso nicht? Bürgermeister ausschalten. Vorsicht, sie schießen, wenn du bewaffnet im Park auftauchst. Ach, keine Sorge. Da gehe ich einfach mal ohne Waffen rein. Ja, bewaffnet. Ich habe ein Auto. Wo ist der Bürgermeister? Ist mir egal. Ich mache hier Rambazamba. Ist mir völlig egal. Ich halte eh nichts davon. Von dieser Schleicherei. Oh, das war's doch schon hier. Zack, der Bürgermeister liegt am Boden. Und nochmal. Irgendwelche letzten Worte. Oh, das war jetzt aber knapp. Bürgermeister! Ey! Alter! Wo ist der Bürgermeister? Du steigst nicht in die Karre. Alter, der steigt in die Karre! Wie ist der noch in die Karre gekommen? Ich habe den dreimal... Der muss schon sämtliche Knochenbrüche haben. Dieser verdammte Cheater, ey. Der kann doch nicht mehr leben. Aber gut, haben wir noch ein bisschen mehr Spaß. Ich bin wie eine Katze. Ich spiele gerne mit meiner Beute, bevor ich sie erlege. Okay. Na, eigentlich wollte ich den echt schon erledigen, aber es hat nicht geklappt. Scheiße. Aber der fährt... Alter, was macht der da? Hallo? Was? Kannst du nicht fahren oder... Hast du irgendwelche Probleme? Ich meine... Also, was ist das hier für eine Karte? Ist der unsterblich oder was? Der ist unsterblich, glaube ich, der. Was ist denn das hier? Der kann doch gar nicht mehr fahren. Was ist denn das für eine Kacke? Aber jetzt ist aber mal gut langsam hier. Es ist so. Was ist das? Er dreht sich, ey, wie so ein Kreisel. Oh Mann, der Bürgermeister. Alter, ist der jetzt langsam mal down oder was? Was ist hier los? Der Bürgermeister hat Godmode an. Stirb endlich! Jetzt geh endlich drauf. Du alter Sack. Jetzt fängt es erst an zu räuchern, ist klar. Ey, das ist ein schlechter Scherz hier, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wo ist der Bürgermeister? Alter, was machst du da hinten? So, bumm, ey. Jetzt ist aber Schluss hier mit dem Spielchen. Schnapp dir das Handy des Bürgermeisters. Ja, das ist da unter dem Wrack. Alter. Stirb. Geh drauf. Alter, das... Habe ich das Handy? Oh, ich habe das Handy. Oh, wow, wow. Nein. Oh, oh. Minimal. Oh, unser Leben. Nein. Oh, weg hier. Oh, muss ich hier runter? Ich fahre einfach hier runter. Alles cool. Ich traue mich nicht auszusteigen. Muss ich aber. Und die Karre. Die ist stabil. Ja. Alter, unser Leben, Leute. Die haben kein Leben mehr. Das ist gerade so noch gut gegangen. Ja, hör auf zu hupen. Wir müssen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Ist schon knapp genug. Und wir werden verfolgt. Könnt ihr nicht einfach euch ergeben? Warum ergibt ihr euch nicht? Nee, die bleiben an uns dran. Die haben noch keine Lust aufzugeben. Ich hoffe, ich muss nicht mehr aussteigen. Ich kann nicht mehr aussteigen. Wenn ich aussteige, bin ich tot. Dann ist es vorbei. Dann ist es das Ende. Definitiv. Weg da. Oh nein, jetzt kommen sie nochmal ran. Sie kommen nochmal ran. Diese verdammten Leute hier. So. Da müssen wir hin. Wir sind da. Quasi. Schnell. Juhu, Mission erfüllt. $1500. Die Trainingsklamotten sind jetzt im Versteck verfügbar. Aber ich hoffe, das sind andere, oder? Das sind nicht die vom Bürgermeister, oder? Am besten noch ungewaschen. Hm, lecker Schmecker. Aber gut, ja, war ja gar nicht so knapp.
Ja. Aber gut, Leute, wir sind jetzt auf Staunton Island und ich würde jetzt erstmal sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wir können uns ja nochmal unser Versteck anschauen. Eine rote Wand hier. Was ist hier denn los? Eine schöne Glotze. Könnte ein bisschen größer sein, wenn ihr mich fragt, aber man soll ja nicht meckern. Wir haben jetzt schön, was ist das, ein Tiger oder was? Schönes Tigerfell. Wir können uns ja den Trainingsanzug mal angucken. Ich will mal sehen, wie Tony Cipriani mit dem Trainingsanzug vom Bürgermeister aussieht. Ja, das steht dir auch sehr gut, muss ich sagen. Klasse. Tony. Aber gut, Leute. Das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mir ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng!